Ja, herzlich willkommen zu der ersten Demo. Demo, ja, einfach aus dem Grund, weil ich es einfach mal ein bisschen das Programm testen möchte, wie gut es tatsächlich läuft. Und zum anderen werdet ihr auch noch einen schicken, ja, ein schickes Wasserzeichen drüber haben. Von daher kann ich auch sagen, das Programm heißt ScreenFlow. Ich bin jetzt bei der Variante 4.5, ist halt im Moment das Aktuellste. Und ja, ein bisschen Werbung für das Programm kann ich ja gerne machen. Ist ja im Prinzip nichts dahinter. Wenn es natürlich andere Programmmöglichkeiten gibt, bin ich dafür natürlich gerne offen. Allerdings sage ich gerne schon mal vorab, ich spiele unter Mac. Und daher ist es zwar lieb gemeint, wenn ich Vorschläge für Windows-basierende Spiele bekomme. Das wird mir allerdings in dem Fall eher weniger weiterhelfen. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir doch mal an. Ich habe mir jetzt einfach die Freiheit genommen, ich habe vorhin schon mal online angefangen, auf dem Server ein bisschen zu bauen. Deswegen wird es hier jetzt nicht von null auf losgehen. Das wird das dann die Variante oder irgendwie ein Programm habe, wo ich sagen kann, okay, jetzt legen wir los, da fangen wir auch mal von null an und dann sehen wir, was daraus wird. So, dann gucken wir erstmal, ob es draußen dunkel ist. Legen wir uns mal kurz schlafen. Ist halt ganz praktisch, man überspringt die Nacht und ähnliches. Genau wie es die Kenner schon gesehen haben, wir haben ein Tor in den Äther. Ja, ist ganz nett, ich brauche es persönlich nicht. Ach, auch nett. Ja. Hier haben wir schon ein paar Truhen aufgestellt mit den spezielleren Sachen. Unsere Getreidefarm. Was ich nebenher auch sagen kann, ist, dass das nicht das normale Design, will ich mal so sagen. Die das Spiel öfter spielen, werden es schon gemerkt haben. Ich glaube, ich lege das in Notizen, auf welches es genau das Design ist. Habe ich jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf, habe ich jetzt auch relativ neu. Macht eigentlich gar nicht, also gar keinen so schlechten Eindruck. So, gibt es irgendwas, was ich ablegen kann? Ja, wie ihr seht, habe ich einiges mit dabei. Oh. Na gut, wir haben ja auch schon einige Steine angesammelt. Legen wir mal alles ab. Das Holz brauche ich gleich nochmal. Auch wenn es mehr oder weniger das gleiche ist. Setzlinge, Akazien. Ja, von den Akazien. Akazien habe ich schon so viel. Da brauche ich nicht noch mehr. Weizen brauche ich im Moment auch nicht. Ich lege jetzt einfach mal das Zuckerrohr hier ab. Nimm hier noch die Werkbank mit. Ah, apropos Werkbank, hier rohes Fleisch gehört zwar eigentlich nicht dahin. Ich sage auch immer, Ordnung muss sein, aber ja, so ist das halt. Nehme ich es doch einfach mal kurz mit. Beziehungsweise ich schmeiß das eine da. Ich schmeiß erst. Ah, da war keine Kohle mehr drin. Das nehme ich jetzt auch mit. So, erstmal rohes Fleisch rein. Ja. Dann kann ich es mich gleich auch an die passende Stelle mit auslagern. So, den einen Stein eben auch gleich mal ab zum Verarbeiten, sage ich jetzt einfach mal. So, perfekt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier das Leder abgelegt. Ja. So, wieder was frei. Ich glaube, für die Blumen machen wir so noch nichts. Naja, andere war Erde. Also von daher, Silber weg. Genau, ich habe mir gedacht, ganzen Special Erz in Anführungszeichen, ist das Schleimball, okay. Ja, ich bin mir auch, wir sind,
ersten Vorhand spielt auch noch mit mehr die Beginner, also von daher, wir sind etwas unbedarft, nutzen tatsächlich nicht alles, was wir so zur Verfügung haben. Macht ja nichts, man muss ja nicht alles können, Hauptsache es macht Spaß. So, Zuckerrohr habe ich auch nicht abgelegt, lege ich jetzt einfach mal ab. Ah, ja, sind Ressourcen. Fleisch habe ich ja schon abgelegt. Ah, Moment, auch schlau. Ich wollte mir noch eine Axt bauen, dass ich wieder Bäume fällen kann. Muss ja auch sein. Ne, ich bin nämlich gerade dabei, mir noch eine Hütte zu bauen mit Aussicht und ähnliches. Ja, warum die Eisenaxt 5 Angriff hat, ich weiß es auch nicht. Normalerweise hat man für Kreaturen anderer Art immer Schwerter oder ähnliches. Ja, mach mir Platz, Schwein. Ich muss da durch. Die Blumen natürlich auch irgendwann mal wieder aussitzen. Ja, machen wir irgendwo mal einen Vorgarten oder ähnliches. Hier werde ich irgendwann auch mal einen Zaun aufstellen, einfach, dass es ein bisschen dekorativer aussieht. So, da oben, wo irgendwie optisch der halbe Berg fehlt, obwohl er eigentlich da ist, oben drauf bin ich am Lager bauen. Will ich ehrlich gesagt auch so machen, dass man dann nicht immer den Berg hoch hüpfen muss, sondern dass sich unten einen Eingang gibt und dass es innen drin eine Wendeltreppe nach oben gibt. So, der Baum stört mich auch mehr oder weniger. Der kommt weg. Ja, schick, schick. Ah, genau, warum die Plattform? Warum nicht einfach mal hochlaufen und ähnliches? Ich will das einfach, dass da. Ich werde es hier oben mit Fackeln noch ein bisschen ausleuchten. Einfach aus dem Grund, dass keine Zombies oder ähnliches. Ich hätte Glas mitnehmen können, dass keine Zombies oder ähnliches hochlaufen und mir den Spaß verderben. So, einmal das weg. Ah, ich habe ganz mal sechs. Super von mir geplant, ich weiß. Gucken wir mal. Bauen wir das weg, dann kann ich auch gegebenenfalls beim Dach schon mal anfangen. Wie gesagt, wir sind hier halt in einer Gegend aufgetaucht, wo es sehr wenige Akazien gibt gerade und sehr viele Akazien und wenig Eichenholz gibt. Ah, ja, jetzt bin ich natürlich fertig mit dem Wachsen, macht nichts. Ich guck mal, wie ich das beim Dach machen kann. Tür kann man gegebenenfalls auch mal irgendwo hinstellen, muss ich auch nicht mal hier reinhopsen. So, nehmen wir doch mal unsere Schaufel. Ne, warum ich hier die Erde hingesetzt habe, einfach aus dem Grund ein bisschen Abwechslung. Wie man hier sieht, also von außen der Optik. Deswegen habe ich das also einfach so, ja, gemacht und so. Ja, da habe ich mir auch noch was einfallen lassen. Kriege ich auch noch weg. So ist es nicht. Ja, passt. Nee, ja. So, eine Tür haben wir gesagt. Könnte fast auch schon eine Doppeltür machen. Das glaube ich auch fast geschickt. Ich habe das irgendwann mal angefangen abzuzählen. 6, 7, 9, 10. Habe ich mich im Bauen verzählt? 3, 4, 5, 6, 7. Ficken. Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, doch irgendwann meine Planung verzählt. Wie ich mir auch gerade überlegt habe, ich ja wahrscheinlich auch über sich. Eine FSK 6 oder eine FSK 12 Variante machen. Einfach aus dem Grund in einer. Oder eine FSK 0. FSK 0 und FSK 12, einfach FSK 0 werden wir
oder werde ich nicht fluchen, FSK 12, da werde ich etwas mehr fluchen und FSK 18, ich denke mal nicht, dass es so weit kommt, dass wir über Leichenteile oder ähnliches sprechen werden. Blut wird hier eh keins fließen, also von daher passt das. So, Werkbank. Stelle ich jetzt einfach mal hinten ins Eck. Was wollte ich machen? Ich wollte eine Tür machen. Also die Sache, wie mache ich irgendetwas, was man eh nicht braucht. So, die Tür von außen platzieren. Ah. Ah, geht doch. Warum nicht gleich so? Sieht auch schick aus. Passt. Ja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. So, wie gut, dass ich hier noch zweimal Holz habe, dann kann ich endlich. Naja. So eigentlich nicht. Hat aber vier Ecken eigentlich gar nicht mal. Ist für die Ecken vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah, ja, was brauche ich nicht? Pfeil brauche ich nicht. Rutschen wir das Ganze doch mal etwas. Setze ich hier kurz die Erde hin. Werdet ihr auch öfters mal mitbekommen, ich bin da so ein. Ja, mehr für das, wie gesagt, optische zuständig oder ähnliches. Ist jetzt. Ja, vielleicht etwas fies, wenn ich das so sage, aber ich möchte hier und da, dass es etwas ästhetischer aussieht, bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich gebe zu, ich verkünstle mich mal auch gerne, aber es wird eher weniger vorkommen. So, was ich natürlich jetzt nicht mitgenommen habe, ist ein Bett, um die Nacht wieder zu überspringen. Aber nachdem ich ja eh noch ein paar Bäume fällen wollte. Machen. Jetzt einfach mal kurz. Ah, guck mal hier. Hier ist irgendetwas. Ups. Ja, passt schon. Ich habe ein bisschen Brot dabei. Oh, ein ganzes Brot. Ist ja toll. Ja. Oh, sieht aus wie ein Baguette. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Oh. Ja, nachdem wir da hier in der Anordnung auch ein Höhlenwerk haben, vielleicht werde ich da auch nochmal einen Weg nach unten bauen. Da muss man auch nicht immer den Weg nach oben laufen. Oder ich stelle einfach ein Bett dahin, dass wenn man die Nacht überspringen kann. Oh, hallo Mond. Das reizt mich jetzt. Hier am hinten Turms drin stehen. Ja, ist wenig ausgeleuchtet, gebe ich zu. Dort bestimmt, dass ich nach oben gelaufen bin, ist bestimmt die Nacht auch schon wieder vorbei. Aber es macht ja nichts. Nee, was ich sagen wollte, ich werde wahrscheinlich in der Wohnung auch ein Bett aufstellen. Das heißt, falls ich wirklich in die andere Wohnung gehen möchte und es ist Nacht, lege ich mich einfach dort kurz hin. Und ja, apropos Holz und hinlegen und ähnliches, falls ihr so ein bisschen Holz, komisches Geräusch hören werdet. Das ist meine Maus. Ich habe noch kein Mauspad, ich gebe es ganz ehrlich zu. Und auch da wird noch Abhilfe kommen.